31 Tore erzielte Stuttgart vergangenen Sonntag. Gegen Kiel für einen Sieg hat es trotzdem nicht gereicht. Nur 2 Punkte beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Adam Lönn könnte seinen 400. Bundesligatreffer erzielen. Die weiße Weste in der European League ist weg nach dem Remis gegen Luzern von Hannover. Trotzdem haben die Recken viel Spaß an der Doppelbelastung. Marius Steinhauser hat die zweitbeste Wurfquote in der Bundesliga mit 79,5%. Es sind im Moment nur die Kleinigkeiten, die den Hamburgern fehlen, um die Spitzenteams zu schlagen. Die Chance wollen sie ergreifen beim ersten Saisonspiel in der Barclays. Kasper Mortensen belegt Platz 3 in der Torschützenliste. Immer wieder gern kommen die Löwen in die Barclays. Präsent sind noch die Feierlichkeiten nach dem ersten Pokalgewinn in der Vereinsgeschichte. In der Bundesliga ist der letzte Auswärtssieg allerdings lange her. Er war 2014, vor 9 Jahren. Es ist bemerkenswert, wie schnell es Bennett Wiegert gelungen ist, zwei der weltbesten Spielmacher so schnell zu integrieren. Felix Klar und Dadis Marasson sind die beiden Unterschiedsspieler. Omar Egi Magnusson macht sein 100. Bundesligaspiel. Selbst 32 Tore erzielt, aber auch 42 Gegentreffer kassiert. Dies erlebte der VfL Gummersbach am vergangenen Wochenende gegen Flensburg. Auswärts hat Gummersbach erst 2 Siege. Der letzte Erfolg in Magdeburg ist 13 Jahre her. Drei Punkte aus den letzten beiden Spielen holte der SC DHFK. Franz Semper macht sein 200. Bundesligaspiel. Viggo Kristjansson liegt auf Platz 4 der Torschützenliste mit 84 Treffern. 2 Siege aus den letzten 3 Spielen, das ist die Bilanz vom HC Erlangen. Tim Zechel belegt Platz 6 mit seiner Wurfquote von 84,6%. In Leipzig konnte Erlangen noch nie gewinnen. Im Jahresendsport zwischen Champions League und Bundesliga ist der Rekordmeister aus Kiel. In beiden Wettbewerben wollen die Kieler um den Titel mitspielen. Kapitän Duvniak und Nikola Bilic sind momentan wurffreudig und treffsicher. Noch nie konnten die Löwen in Kiel gewinnen, aber große Mannschaften hat der BHC schon geschlagen und daraus ziehen sie ihre Hoffnung. Wenn der Tag gekommen ist, an dem Kiel eine Chance zulässt, wollen sie zuschlagen.